Hail Caesar ist ein Prestigefilm mit einem der größten Stars der Welt. Bert Whitlock. Nun, er ist natürlich ein großes Talent. Der Film handelt von Filmstars. Der, den ich spiele, ist völlig talentfrei. Sind Sie einer von den Hollywood-Leuten? Schon möglich. Was in Wirklichkeit natürlich niemals vorkommt. Bert wird vom Studiosystem geschützt. Der Regisseur kann Bert Whitlock nicht finden. Ist er auf Saftur? Nein. Ist eins von den jungen Hühnern am Set? Nein. Er gerät in Schwierigkeiten, aber das passiert Filmstars ständig. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, ist er heute vom Set verschwunden. Großer Gott, Bert Whitlock wurde gekidnappt. Das ist mies. Mies für Filmstars überall. Hail Caesar. Ab 18. Februar im Kino. Kommen Sie zu mir, auf den Divan. Es scheint, Allegra kommt nicht mehr, was ziemlich unhöflich ist. Aber ich spiele mit Ihnen Bridge. Huh. Wäre es doch bloß so einfach. Cut. 27a, die zweite. Also versuchen wir Folgendes. Dein Satz, sag ihn genauso, wie ich ihn sage. Sag den Satz exakt so, wie ich es tue. Okay, klar. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so... Nein, achte auf meinen Mund. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Lieber Junge, warum sagst du immer bloß so? Wir haben gesagt, sag es, wie ich es tue. Ja. Wäre es doch bloß so einfach. Nein, das bloß ist dein eigenes Wort. Du verbindest das so mit dem so. Du darfst bloß das so nicht so mit dem bloß verbinden. Bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Fließend. Wäre es doch bloß so einfach. Fließend. Nein, sag nicht fließend. Sag den Satz fließend. Verflixt nochmal. Ich glaube, ich krieg diesen Gaul nicht gesattelt, Larry. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so... Lass die Hand unten. Wäre es doch bloß so einfach. Es ist kompliziert.